Ich begrüße euch ganz herzlich zur zweiten Podcast-Folge des Smart Home Squads. Hier wieder für euch der Thomas, Tristan und ich, der Ur. Und ich fange direkt mal an. Thomas und Tristan, wie geht's euch denn? Wie war eure Woche? Fang einfach mal du an, Thomas. Ja, meine Woche war gefühlt relativ langweilig, da ich jetzt schon seit über einer Woche krankgeschrieben bin. Ist tatsächlich habe ich ein kleines Problem mit meinem Daumen. Ich habe mir da eine Sehne knöchern abgerissen. Ist eine ziemlich blöde Geschichte. Glücklicherweise machen wir hier einen Podcast, wo ich nicht viel an Tastatur und Maus machen muss, sondern nur reden muss. Weil reden kann ich noch, aber wirklich Maus und Tastatur bedienen klappt aktuell nicht ganz so, wie es klappen sollte. Aber ich arbeite deswegen auch aktuell nicht. Aber gut, wir hoffen mal, dass es schnell besser wird. Beste Genesungswünsche. 10-Fingersystem, ne? Ganz genau. 9-Fingersystem ist jetzt bei mir. Scheiße. An dieser Stelle. 5 Bier fürs Sägewerk. An dieser Stelle der dezente Hinweis: Ihr könnt diesen Podcast auch auf YouTube euch anschauen. Und ja, ich persönlich würde euch immer das Video empfehlen, weil es halt wirklich das, was man sieht, einfach lustiger ist als das, was man hört. Aber natürlich hat so ein Podcast auch hier große Vorteile, muss man nicht sehen. So, dann kommen wir direkt mal zu dir, Tristan. Wie war denn deine Woche? Nee, sehr gut, sehr gut. Ich habe endlich das IFA-Video fertig geschnitten. Da kommen wir sicherlich heute auch nochmal zu. Und ich war ja auf der IFA. Auf der IFA heißt das Ding in Berlin, haben da Thomas vor Ort vertreten. Er konnte ja leider nicht. Und ansonsten habe ich mich viel nochmal mit der Handy-App beschäftigt von Home Assistant, auch spannend. War gut. Und bei dir, Ur? Ja, bei mir, ich habe es schon auf dem Instagram-Kanal erzählt. Ich habe jetzt eine neue Fähigkeit in meinem Videoschnittprogramm mir angeeignet. Zwar der ein oder andere kann sich das vielleicht bildlich vorstellen, wenn man so eine Karte schaut in einem Video, wo sich dann auf der Karte einfach so eine Linie abzeichnet, dass man quasi nachverfolgen kann, wo man jetzt gereist ist oder gefahren ist. Und es hat echt ewig gedauert, weil man muss es ja händisch nachbauen. Also die Linien, die man dort sieht, die muss man halt selber malen oder ziehen und dann animieren. Und das mehr oder weniger Frame für Frame. Und das war quasi meine Woche. Das mache ich übrigens für das Roadtrip-Video, was wir dieses Jahr gemacht hatten, aber das dauert noch ein bisschen. Dadurch, dass diese Folge zeitversetzt ausgestrahlt wird, für den einen oder anderen, also wir nehmen das jetzt zu einem anderen Zeitpunkt auf, als ihr das gerade hört, kann es sogar tatsächlich sein, dass dieses Roadtrip-Video schon released wurde. Wenn du dich ranhältst. Aber die Nummer mit der Karte kenne ich. Ich habe das tatsächlich mal für ein Fotobuch gemacht, aber da musst du es halt nicht animieren, sondern kannst halt dann die verschiedenen Teilabschnitte einfach nachzeichnen und als ein Bild quasi, das ist ein bisschen einfacher, glaube ich, als das dann zu animieren für ein Video. Also stelle ich mir tatsächlich ziemlich krass vor, das hinzubekommen. Genau. Ziemliche Formelei, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Also je nachdem, welches Programm man benutzt, denke ich, ist es mehr oder weniger herausfordernd, aber trotzdem ist es eine Herausforderung. Und kommen wir mit diesem Stichwort, würde ich sagen, gehen wir mal ganz dezent zu einem Punkt, den wir letztes Mal so angeschnitten hatten, und zwar bei der ersten Folge so Richtung, uns geht es ja darum, nur um den einen oder anderen, der hier zum ersten Mal einschaltet bei diesem Podcast. Mit diesem Podcast geht es jetzt uns nicht hauptsächlich darum, euch irgendwelche neuen Geräte vorzustellen oder zu erzählen, wie cool oder schlecht ein Smart Home, sag ich mal, so von der technischen Seite ist, sondern uns geht es darum, dass ihr den Background hier zu der ganzen Thematik bekommt, also was sind wir auch für Menschen, wer sind einfach nur die gute Creator? Genau, wer sind die Creator quasi hinten dran? Und da kommen wir gleich mal zum ersten Thema, wie schon gesagt, und zwar Tristan, was halten eigentlich deine Freunde, Verwandte, Familie, darfst du einfach ein, zwei Beispiele aussuchen, davon, dass du hier ein sauberühmter YouTuber bist? Ja, total. Das ist ganz witzig. Ich hatte letztens noch mit einem Arbeitskollegen das Gespräch dazu. Und der sagte hier, was machst du denn da? Und ich sage, ich mache halt so ein paar Videos. Und dann werden die Leute immer sofort hellhörig. Ja, und dann kommt natürlich sofort, wie viele Follower hast du denn? Und aha. Und ist das jetzt viel oder wenig? Und viele finden das eigentlich immer ganz spannend. Und die interessiert aber dann nicht so sehr,
der Content, sondern mehr, ja, was hast du denn davon oder warum machst du das und was für Erfahrungen hast du da gesammelt? Das finde ich immer ganz interessant. Und meine Familie ist da so ein bisschen zwiegespalten, weil sie halt wahrscheinlich, wie bei euch, auch merkt, halt wie viel Zeit da reingeht. Und dann sagen die manchmal so, mein Gott, jetzt sitzt du da abends schon wieder vor dem Rechner und guckst dir was an und schneidest da was. Da ist die Begeisterung eher so semi. So möchte ich das formulieren. Nichtsdestotrotz merken die natürlich auch, dass ich Spaß daran habe und unterstützen mich ein bisschen. Wobei ich eben auch sagen muss, Ur, du hast das ja auch mal angeteasert, eigentlich mache ich das immer dann, wenn die Familie im Bett ist, um halt wirklich mal so ein bisschen den Spagat zu finden zwischen ja, Familie und Hobby oder Semi-Hobby oder ähnliches. Aber ich habe da eigentlich gutes Feedback erhalten und ja, motiviert natürlich auch. Wie ist es bei dir, Thomas? Ja, ich muss nur gerade noch ein bisschen einpegeln, dass wir hier alle in etwa gleich laut sind. Deswegen habe ich gerade noch ab und zu nach rechts geschaut, dass das auch alles passt. Nicht in unserer ersten Aufnahme damals, wo man mich nicht gehört hat. Ja, also generell Familie ist so ein Thema. Also gerade mit Neffe und Nichte jetzt zum Beispiel ist es so ein Thema, da macht man natürlich irgendwie am Wochenende was, da geht man in den Freizeitpark am Wochenende, wie auch immer. Und ich habe mir irgendwann gewöhnt, meine Videos samstags zu machen, was dann halt den kompletten Samstag einfach in Anspruch nimmt. Und deswegen ist immer so ein bisschen ein Problem, wenn die Familie dann spontan entscheidet, sie möchten jetzt am Samstag was unternehmen. Und spontan heißt dann, da kommt dann um 9 Uhr am Samstagvormittag die WhatsApp. Ja, hey, was hältst du davon, wenn wir heute in den Freizeitpark fahren oder so? Und das ist halt dann ziemlich blöd, wenn ich da gerade bei der Aufnahme bin. Ich weiß, ich brauche das Video für einen Sonntag oder wie auch immer. Das heißt, ich muss es auch noch schneiden. Dann ist das natürlich sehr blöd. Inzwischen nimmt die Familie in gewissem Maße Rücksicht drauf. Also sie wissen schon, dass sie mich besser ein, zwei Tage vorher anschreiben, wenn sie da schon wissen, dass sie was unternehmen wollen. Aber ab und zu passiert es halt dann doch noch, dass am Samstagvormittag eine WhatsApp kommt. Das ist auch so ein Grund, warum wir auch hier, also warum ich hier beim Podcast dafür war, dass wir ein bisschen vorab produzieren, weil das mache ich jetzt bei YouTube inzwischen tatsächlich auch vorab produzieren, dass ich in so einem Fall dann doch mal sagen kann, okay, ich lasse es jetzt für diesen Samstag. Aus der Arbeitswelt habe ich tatsächlich ein, zwei lustige Anekdoten. Also bei uns arbeiten ja alle remote von zu Hause aus, mehr oder weniger. Also die wenigsten sitzen noch in der Firma seit Corona. Und mir ist es jetzt tatsächlich seit Corona schon zweimal passiert, dass mich ein Kollege anruft, wo ich mir denke, hä, was will denn der jetzt von mir? Also wir haben eigentlich arbeitsmäßig überhaupt nichts miteinander zu tun, außer dass wir in derselben Abteilung sind. Und dann rufen die Kollegen mich an und ich denke, was will der jetzt von mir? Und dann kommt immer so der Satz, ja du, ich war da auf YouTube unterwegs und da habe ich auf einmal dein Gesicht gesehen. Und ja, ich hätte da mal eine Frage, Smart Home-mäßig und so. Also relativ amüsant ist mir, wie gesagt, zweimal passiert, dass die Leute... Lustigerweise der Kollege von der IT-Abteilung, der mich dann ansprach, sag mal, du hast doch da auch was zu tun. Ja, und dann mit dem genau. Shelly, dann wollte ich ihn erst an den Ur verweisen. mit was? Mit dem Shelly, weil er mit da irgendwas jetzt hatte und ja, kann ich bestätigen. Ja, genau. Ja, ist ganz amüsant. Freundeskreis, also ich habe nur einen Menschen, den ich wirklich als Freund bezeichnen würde. Tatsächlich meine erste richtige Selbstständigkeit habe ich damals mit ihm zusammen gegründet. Wir haben damals zusammen einen Online-Shop für Autopflegebedarf gehabt, weil er quasi ein Hochleistungsfahrzeugaufbereiter ist. Also er bereitet jetzt nicht, macht keine Gebrauchtwagenaufbereitung oder so, sondern der bereitet oder versiegelt und macht Aufbereitung für wirklich teure Autos, also LaFerrari und weiß der Geier für die High Society von München. Also wenn man da hinfährt, steht eigentlich immer eine richtig teure Karre, die im hohen sechsstelligen bis siebenstelligen Bereich kostet bei ihm, gerade in der Halle, die er gerade bearbeitet. Ist interessant, um solche Autos zu sehen. Und wie gesagt, mit dem habe ich damals eine Firma zusammen gegründet. Wir haben aber dann relativ schnell festgestellt, dass wir zusammen einfach nicht arbeiten können. Also arbeitsmäßig passen wir einfach nicht zusammen. Wir haben da komplett unterschiedliche Ansichten, wie ein Mensch zu arbeiten hat. Und haben uns deswegen dann quasi im Guten getrennt, die Firma aufgelöst. Die ist dann an ihn übergegangen. Und
Er hat mich dann aber immer bestärkt, was Eigenes zu machen. Und daraus ist dann bei mir so diese YouTube- und Blog-Geschichte tatsächlich entstanden. Ja. Cool. Das ist cool. Das ist echt, denke ich, eine ziemlich coole Motivation, auch wenn man einen hat, der wirklich sagt, hey, mach das doch einfach mal. Ich glaube, das würde bei dir passen. Wie war es bei dir, Uwe? Ja, bei mir. Also ich fange mal mit dem Arbeitskollegen an, weil es relativ präsent ist. Wir hatten gerade vor ein paar Tagen ein, sag ich mal, Firmen-Event, wo sich so mehr oder weniger die ganze IT bei uns hier getroffen hat. Und dann kam so irgendwann ein Arbeitskollege und Grüße gehen raus an Andreas. und er hat erstmal gefeiert, dass wir dieses Video gemacht hatten, wo wir hier von der ganzen Smart Home Community, also Home Assistant Smart Home Community, dieses Video gemacht hat, und es hat er total gefeiert, weil er gesagt hat, den kenne ich und den kenne ich und den kenne ich und der ist mein Arbeitskollege. Ich kenne den im Video. Und dann haben wir tatsächlich ein Selfie gemacht, das hat er direkt seinem Kumpel geschickt, der auch Home Assistant hat, um ihn wahrscheinlich ein bisschen zu necken oder so. Ja. Und haben wir erstmal 20 Minuten gequatscht dort über Wärmepumpe, Smart Home und ESP Altherm und so. Wir haben beide Daikin Wärmepumpen. Ups, sorry, es war der Drucker. Und das ist so bei der Arbeit. Ansonsten, der ein oder andere auch weiß von der Arbeit, dass ich das mache, aber es ist jetzt wirklich jetzt keine 5 oder 10 Leute auf mich zugekommen und gesagt, ey, kannst du mir mal einen Tipp geben oder so, sondern es ist wirklich so vereinzelt, so 1, 2, 3 Leute, die dann so ganz sporadisch mal hin und wieder sich dann bei mir melden über Teams oder so. Und bei Familie, ich sag mal Freunde, Verwandte. Verwandte finden es ziemlich cool. Zum einen, man da halt einfach coole Videoprojekte machen kann. Und ich sag dann immer, beziehungsweise einer, der Hacker, mit dem wir das PV-Video auf seine Garage gemacht hatten, der hat dann auch gesagt, irgendwann sage ich meinen Enkelkindern, der Opa, der war mal cool. Leute, der war mal wirklich cool. Ja, schaut auf YouTube, er war mal cool. Und also die nehmen das immer sehr viel mit Humor. Es gibt aber auch, sag ich mal, so ein paar, sag ich mal, so bekannte Verwandte so, die dann sagen, ey du, kannst du mir mal hier was klar machen oder so? Hier so den Roborock oder so. Oder die ganze PV-Anlage. Ich so, Leute, nicht mal ich bekomme von Roborock das Flagship-Modell, ja. Also die schauen mich nicht mal mit dem Hintern an. Ne? Und da können wir auch noch mal später reden. Also wie soll ich euch dann Roborock organisieren, ja? Also so einfach ist das halt auch nicht. Die nehmen es eher auf diese Schiene, so im Sinne von, hey, was kann ich da klar machen? Und sonst Freunde, ich denke, also ich habe jetzt auch keine 100 Freunde oder so, sondern ich habe wirklich so 3 sehr gute Freunde, die ich noch tatsächlich von der Realschulzeit kenne und wir uns auch hin und wieder treffen. Und einer davon ist von I.O. Broker tatsächlich damals zu Home Assistant gewechselt. Nachdem ich Videos über Home Assistant gemacht habe, also Grüße gehen raus an Sascha, weil er halt gemerkt hat, hey, das ist echt cool. Und wir tauschen uns da auch regelmäßig auch über Shellys und so weiter aus. Und ja, so ist es einfach bei mir im Freundeskreis. Also die finden es eher cool. Und ja, wo wir über cool sein sind, was, ich weiß nicht, beim ersten Video haben wir, glaube ich, erzählt, wie wir zu Home Assistant und Smart Home gekommen sind. Aber worüber wir, glaube ich, nicht erzählt haben, ist, wie wir zu unserem Kanalnamen gekommen sind. Und da würde ich einfach mal Tristan bitten, ja. Wieso hast du denn deinen Kanal Tristan Smartes Heim genannt? Ja, das ist deswegen schon witzig. Es ging natürlich irgendwie damals, also ich bin ja relativ lang schon mit dem Kanal unterwegs. 2020 habe ich damit angefangen. 1.1.2020 und damals gab es noch nicht so viele Home Assistant Kanäle, ich glaube einen oder so oder 2, und ich wollte aber ganz speziell was für die deutsche Community machen, ja, irgendwas für die deutsche Community machen, weil ich fand das halt geil. Home Assistant fand ich cool, habe ich damals übrigens über einen Arbeitskollegen kennengelernt. Und dann wurde ich immer mal wieder angesprochen, was kannst du machen und so weiter. Deswegen bin ich dann irgendwann zu dem Kanal gekommen. Und ich wollte aber speziell was eben für den deutschsprachigen Bereich machen und habe gesagt, naja gut, dann kannst du dich jetzt irgendwie nicht Smart Home
XY nennen, weil halt, ja, erstens gibt's Smart Home Freak, Smart Home Schlag mich tot, gibt's wie Sand am Meer. Und ich wollte ja schon im Namen herausstellen, dass es Deutsch geht. Also Smart Home, das smarte Heim. Das war so meine profane Übersetzung. so, und dann wollte ich halt irgendwie den ganzen persönlichen Touch geben. Ja, und dann ist das eine zum anderen gekommen. Aber der Hauptaugenmerk lag wirklich auf dieser, ich sag mal, Betonung für den deutschen Bereich. Und jetzt habe ich tatsächlich irgendwie vor ein paar Monaten mal überlegt, könntest du mal englischen Content machen, aber das kann ich natürlich vergessen. Mit den Channel-Namen. Wobei ich finde ich auch nochmal interessant, kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, ob ihr auch Nicht-Deutsche auf euren Kanälen habt als Zuschauer. Aber Thomas, erzähl du erstmal, wie kommst du zu deinem Namen? Ich bin jetzt tatsächlich etwas in der Bredouille. Wer meinen Kanal verfolgt, weiß, dass ich aktuell, glaube ich, knapp 19.000 Mitglieder, nicht Mitglieder, sondern Abonnenten habe. Das heißt, demnächst kommt mein 20.000 Abonnenten-Special. Und tatsächlich habe ich mir da vorgenommen, genau drüber zu reden, woher der Name Steuer dein Leben kommt. Das kann ich jetzt hier natürlich nicht spoilern, auch wenn eventuell die Folge erst danach kommt. Aber ich tue mir da jetzt echt schwer, den genauen Hintergrund zu verraten. Ich werde ihn nicht verraten. Aber was ich euch sagen kann, und da sind wir wieder bei meinem besten Kumpel, den ich auch übrigens seit der Realschulzeit kenne, wie bei dir, Uwe, über den wir vorhin gesprochen haben, mit dem ich meine erste Firma gegründet habe. Ich habe, glaube ich, 2 bis 3 mehrstündige Besuche bei ihm damit verbracht, einen Namen für meinen Blog und Kanal mit ihm zusammenzufinden, der wirklich eine Aussagekraft hat, der wirklich geil ist und der quasi prägnant ist. Und mit ihm zusammen bin ich dann zu dem Entschluss gekommen, meinen Kanal und meinen Blog Steuer dein Leben zu nennen. Warum es wirklich Steuer dein Leben heißt, erfahrt ihr, wenn ihr meinen Kanal abonniert und dann das 20.000 Abonnenten-Special anschaut. Das finde ich jetzt, das ist ein krasser Cliffhanger jetzt. Also ich würde sagen, wenn dieses Video quasi nach meinem 20.000 Abonnenten-Special, also dieser Podcast, kommt, dann werde ich direkt hier an dieser Stelle jetzt rechts oben das Video verlinken, wo ihr seht, warum mein Kanal Steuer dein Leben heißt. Also ich bin mir ganz sicher, also du bist ja so kurz davor, vor den 20.000, das hast schon nächste Woche geknackt und das Video. Nee. Komm schon, Thomas, gib dir einen Ruck. Nein. Also ich habe es versucht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aber der Thomas gibt hier nicht nach. Aber gut, er will es halt so, das müssen wir respektieren. Das gehört auch dazu. Oh, wie sieht's bei dir aus? Ja, also bei mir ging es eher so, ich mag kurze, so prägsame Wörter. Ne? Und habe dann natürlich sehr stark überlegt, aber ich fand, dass du das eben erzählt hast, dass es einen deutschen Bezug haben soll. Ich hatte das nicht aktiv im Kopf, dass es einen deutschen Bezug haben soll, aber wahrscheinlich so im Unterbewusstsein wollte ich wahrscheinlich auch, dass es für die Leute ersichtlich ist, dass es ein deutscher Kanal ist, weil ich meine, ich kann gut Englisch reden, aber es wäre jetzt für mich keine Option, weil die Videos selbst zu produzieren dauert ja schon auf Deutsch sehr lange, also in Anführungsstrichen. Oder relativ lange, ist bei jedem immer, sag ich mal, austauschbar. Aber dann noch auf Englisch, oh mein Gott, ne? Oh mein Gott, what the fuck? Wenn ich dich da ganz kurz unterbrechen darf, es gibt auch so viele gute englischsprachige Home Assistant-YouTuber, dass wir da, glaube ich, gar keine Chance mehr haben, wirklich reinzukommen mit der englischen Sprache. Wenn dann bei dir, wenn du, ich weiß nicht, wie gut du Türkisch sprichst, Uwe, aber das wäre vielleicht eher was, wenn du deinen Kanal auf Türkisch übersetzen würdest, quasi ein Voice-Over auf Türkisch machst und dann versuchst, die komplette türkische Community noch mit abzugreifen. Also das wäre in deinem Fall tatsächlich was, weil du halt eine Sprache kannst, die nicht jeder einfach kann. Das wär's, ne? Das wär's. Also da müsste ich erstmal schauen, was Smart-Zeug auf Türkisch heißt. Ja, wie jetzt? Aus FF. Ja, aber bei mir ging es einfach darum, ich wollte einfach so, dass man natürlich das Wort smart hat. Es verbindet ja nicht nur Smart Home, sondern es verbindet eigentlich mehr oder weniger, sag ich mal, viel Technikzeug. Heutzutage, also im Jahr 2024, kriegt man ja schon fast nicht, was nicht smart ist. Das muss man auch wirklich
offen und ehrlich sagen. Früher, wo einfach nur ein Fernseher ein Bild anzeigen musste und Teletext, ja, kannst du auf dem Fernseher heutzutage so viel machen. Ne? Oder auch Lautsprecher kaufst du dir von, keine Ahnung, JBL oder so, kannst dort auch schon so krasse Dinger fahren. Und deshalb wollte ich Smart drin haben und dann wollte ich einfach was Prägnantes haben und ich fand einfach Zeug einfach cool. So. Mir hat es gefallen, so, ja, da ist einfach so viel Zeug, ne? Also manchmal auch viel Schrott. Dachte, ja, ich mache einfach Smart-Zeug. Das hat mir einfach so gefallen. Ja, der Channel heißt dann auch Smart Gedöns, Dingsbums, Zoll, alles. Smart Gedöns ist auch nicht schlecht, ne? Smart Gedöns wäre auch geil. Smart Ich glaube, den Gedöns. reserviere ich mir nachher gleich. Thomas, keine Chance, ich habe schon gemacht. Also. Ja. Mein smarter Schrömmel. Genau. Nee, Das ist also nicht gut, Spur. so kam ich dazu, ja. Und jetzt wissen es die Zuschauer auch, wie wir zu den Namen gekommen sind. Ja, apropos Kanalnamen, die waren ja auch von uns zwei von drei auf der IFA vertreten, also ich nicht, sondern nur ihr zwei. Deswegen würde mich jetzt persönlich mal interessieren, was ihr auf der IFA so erlebt habt, wie das Ganze für euch war, ob sich es für mich lohnt, nächstes Jahr auch auf die IFA zu fahren. Würde sagen, Uwe, fang du einfach mal an. Okay, gut, dann fange ich an. Ich bin Willst ja du aus immer dem so. Nähkästchen plaudern, Uwe? Lieber nicht, Nee, ne? alles. Also, machen wir mal die einfache Frage: Lohnt es sich, auf die IFA zu gehen? Auch jetzt für die Zuhörer oder Zuschauer. Ich kann euch nur wärmstens empfehlen, zur IFA zu gehen. Es ist mega cool. Also, ich selber war zum ersten Mal da, aber ich war auf anderen Messen. Das heißt, ich weiß, wie so ein Messeerlebnis ist. Auch als Messeaussteller war ich schon mal auf einer Messe. Also, ich kenne dort beide Seiten. Und ich persönlich fand die IFA mega cool. Das vorneweg. Ich habe am Anfang gedacht, das ist einfach nur langweiliges Technikzeug, aber so wie das zumindest dieses Jahr aufgebaut war, und ich gehe davon aus, dass das nächstes Jahr wahrscheinlich ähnlich cool aufgebaut wird, weil es ankam hoffentlich. Man müsste sich mal die Besucherzahlen anschauen. Kann ich wirklich nur jedem animieren. Das habe ich auch bei meinem Video gemacht. Tristan und ich haben hier ein Video gemacht, wie wir auf der IFA waren, also jeder für sich alleine. Und dort könnt ihr auch Impressionen bekommen. Und ich persönlich war echt hin und weg. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Und ansonsten das einfach so, ob sich die IFA lohnt. Ich werde nächstes Jahr auch bei der IFA dabei sein. Wahrscheinlich sogar länger. Denn mir ist ja ein kleines Fauxpas passiert. Das kann man eigentlich hier erzählen. Dafür lohnt sich ja so ein Podcast. Also, Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuschauerinnen, Zuschauer. Ich bin am Mittwochabend nach Berlin gereist mit dem ICE. Weil ich immer im Kopf hatte, die IFA beginnt am Donnerstag und hört am Samstag auf. Ne, das war einfach bei mir so im Kopf. Ich weiß nicht warum. Und dann bin ich im Zug, Laptop, habe so ein bisschen Videos geschnitten und E-Mails beantwortet. Und bin dann auf der IFA-Seite, um nochmal das Ganze mir zu verinnerlichen. Und sehe dann oben noch einen Tag und ich glaube, es waren 15 Stunden und schlag mich tot Minuten bis zur IFA. Ich denke mir so, warum steht denn da noch ein Tag? Da müsste doch stehen 0 Tage und 15 Minuten irgendwas. Und dann macht es plötzlich so, wird mir warm, so, weil es macht plötzlich bei mir Bling. Und ich denke mir, fuck, ich bin einen Tag zu früh dort. Mein Ziel war, dass ich nur einen Tag dort bin. Also ich übernachte, direkt morgens gehe ich rein und abends um 17 Uhr wollte ich in den IC und wieder nach Hause, einfach um wirklich Zeit mit der Familie zu verbringen. Und dann war ich zum zweiten Pressetag der IFA da. Und das könnt ihr auch im Video sehen. Und da ist noch Ja, gar nichts. da ist Da noch ist nichts. nichts. Also da ist vielleicht, und nichts ist nicht, ist jetzt auch gelogen. Ja, aber Von da ist er. 100%, von 100% ist 10 bis 15% final aufgebaut. Final. Alle anderen sind noch am Aufbauen. Und manche Stände sind wirklich zum Teil noch gar nicht aufgebaut. Dementsprechend habe ich mich dann auch so gefühlt. Habe dann natürlich trotzdem den ganzen Tag mitgenommen und musste dann, was allerlustige ist, Hotels sind ja bei Messetagen doppelt so teuer in der Regel. Ja. Und ich habe mich noch gewundert, wieso kosteten mein Hotel neben der Messe nur 110 € die Nacht? Es hat einfach bei mir nicht gedämmert. Und dann am Tag drauf, weil ich ja noch einen Tag bleiben musste, um einen echten IFA-Tag zu erleben, gucke ich dann mir die Hotelpreise an und dann musste dann irgendwas für 200 noch was buchen, wo ich mir denke, ey, das gibt's nicht. Und dann habe ich den ersten richtigen IFA-Tag erlebt, aber kannte ja schon den Tag vorher, wo die Aussteller sind. Das hat mir ein bisschen geholfen. Konnte schon hier und dort mit den Leuten reden. Und da können wir auch gleich darüber nochmal reden, im Anspruch, nach diesem Thema.
überall hat man halt auf jeden Fall Meta gesehen. Wirklich Meta hier, Meta da. Ich habe nur noch erwartet, dass Leute sich Meta tätowieren auf der Messe live. Das wäre geil gewesen, ne? Das wär brutal. So was passiert nur auf einer Tattoo-Convention. Also das ist das Einzige, was mir noch gefehlt hat. Ne? Oder Meta-Man, ne? Das wäre es auch. So ein, keine Ahnung. So ein geiles Maskott. Paralleluniversum. So ein, ne, dummer Hund oder so. Und ihr seht schon, also ich war hin und weg von der IFA. Also ich habe maximal geflasht. Und ich konnte halt nur das Minimalste mitnehmen, aber für mich war es genug. Und das nächste Mal nehme ich noch Messetag 2 auf jeden Fall noch mit. Ja, und das würde ich auch empfehlen. Erzähl mal, Tristan, du warst länger als ich da, oder? Ja, ich bin, wie war's bei dir? Genau, ich bin am Donnerstagmorgen mit dem Auto dahin gefahren. Ich war aber nicht allein, ich habe einen Kumpel mitgenommen, den Patrick, mit dem hatte ich so meine ersten YouTube-Videos gedreht. Und ist auch so ein technikbegeisterter Freak. Und den habe ich quasi so als Kameramann eingeschleust. Wer das noch nicht weiß, wenn du Influencer bist, kriegst du auch Tickets für die IFA und bist dann als Influencer da unterwegs. Auch entsprechend quasi gekennzeichnet. Wir sind dann da am Donnerstagnachmittag angekommen, haben erstmal über den Presseeingang versucht, da reinzukommen, wurden dann da erstmal wieder rausgeschickt. Nee, nimmt den anderen Eingang. Und das war so lustig, weil das habe ich in den Videos gar nicht reingepackt, aber wir sind da halt über diese Messe gelaufen. Wir hatten noch kein Badge oder so bekommen. Wir sind da einfach durch irgendeine Hintertür rein. Überall waren die Messebauer unterwegs. Das sah aus wie Müll auf der Mitte. Hat auch keinen interessiert, dass wir da rumgelaufen sind. Ja, wir hätten auch so wie Messebauer da hingehen können. Wir haben uns vertan. Der TV muss da nicht aufgebaut werden. Schön abbauen, mitnehmen oder so. Das wäre richtig geil gewesen. Also keiner hat gefragt, weißt du, dann bist du durch die Gänge gelaufen, dann bist du in die Flure gegangen, da war auch keiner, war zwischendurch, stand da Essen rum, konntest dich bedienen, wenn du wolltest, also es war ein Riesenchaos, war aber ganz witzig. Und dann sind wir irgendwie durch die Messe zum Eingang gegangen, haben dann unseren hier Ausweis bekommen, sind dann 3 Meter wieder zurück in das Messegelände. Nee, hier kommt ihr nicht rein, wir müssen erstmal euren Badge scannen. Ich komme gerade ohne Mensch, du Depp, du. Aber das mit dem Essen muss ich jetzt noch mal ganz kurz nachhaken. Gab es das dann während der IFA auch oder war das nur vorher? Nee. Weil dann muss ich mich nächstes Jahr auch vorher reinschlagen. Nein. Und nicht essen. Das war deswegen so, nee, das waren die ganzen Messebauer. Nee, da sind Handwerker rumgerannt ohne Ende. Dann haben teilweise die Leute noch angefangen, die Stände zu streichen. Ja, oder mit was weiß ich. So, und dann hatten die Messebauer da halt ihre Kiste Cola stehen oder ihre Mettbrötchen liegen. Ne? Also das war schon irgendwie sehr skurril, wo du gedacht hast, Alter, nächsten Tag geht das hier richtig rund zur Sache am Freitag. Und das sah aus wie Bombe da teilweise. Ne? Und ich war aber bis Sonntagabend da oder Sonntag 16 Uhr da, habe ich hinterher auch richtig gemerkt, weil das ist dann schon heftig. Dann warst du quasi, ich war den Donnerstagabend da bis 2 Uhr wach, dann freitags halt bis in die Puppen, samstags bis in die Puppen und dann Sonntag nach Hause gefahren. Ich war irgendwie, keine Ahnung, 22:30 abends zu Hause. Hallo Familie, gute Nacht. So war das so. Aber es hat, um die Frage mal zu beantworten, also und Thomas, deine Frage mal zu beantworten, also ich glaube, wenn du wie wir so technikbegeistert bist, weil ich sag mal, wenn wir keinen Spaß an Technik hatten, würden wir das ja auch nicht machen. Mhm. Dann ist das definitiv was für dich. Also ich meine, ich habe mich jetzt da, wie gesagt, 2,5 Tage aufgehalten auf der Messe selber. Und wenn wir den Prä-Tag noch dazu nehmen, ja nochmal irgendwie 4-5 Stunden. Und die ersten, ich sag mal, 2 Tage, die habe ich eigentlich nur in 2 Messehallen verbracht. Da, wo der ganze Smart-Home-Zeug war. Ja? Und du hast irgendwie noch 10, 15 Hallen mehr dazu. Oder dann, was weiß ich, irgendwelche Roboter siehst, E-Scooter, Fernseher, Heizungen, Speichergeräte und so weiter. Also ich hätte auch noch locker einen Tag, einen dritten und vierten Tag dranhängen können vom Content her. Das war echt heftig. Also deswegen, wenn Ur sagt, er hat da jetzt nur den einen Tag mitgenommen, da muss aber durchgerannt sein quasi. Ja, also, und wenn du dann jetzt auch noch mal, wie wir, Uwe hatte das ja gerade erzählt, auch noch mal die Gespräche mit den Herstellern suchst,
und nochmal mit dem ein bisschen quatscht und so weiter, persönlichen Kontakt aufbaust, ja, da bist du mal eben eine halbe Stunde am Samstand. Teilweise eine Stunde. Ganz genau. Ja, gut, und das fängt von 10 Uhr morgens an bis 18 Uhr. Zwischendurch, ey, wir haben schon 15 Uhr, auch mal was essen oder so. Also, es hat super Bock gemacht, total viele Eindrücke. Also, Thomas, musst du nächstes Jahr dabei sein. Also, musst du dir jetzt schon Urlaub nehmen. Aber ich muss euch vorwarnen, es gibt so eine Sache, die ist mir auf sehr vielen Dienstreisen bisher schon passiert. Geht nicht abends mit mir zum Trinken, wenn ihr am nächsten Tag auf die Messe möchtet. Tatsächlich habe ich es bisher auch so gut wie jeder Dienstreise geschafft, dass am nächsten Tag irgendjemand krank war, weil ich mit ihm abends gemütlich einen trinken war. Oha. Ich bin da ein bisschen schwierig. Ich habe eine Zeit lang in einem Club gearbeitet, nebenbei auf 400 € Basis. Ich vertrage ganz gut was, wenn ich trinke. Okay, ja, wobei... Eisenleber. Wir waren ich hatte den Daniel von Smart Home Yourself und den Jörg von Smart Ref noch getroffen und den Udo hatten wir hinterher auch noch getroffen. Wie heißt der Kanal nochmal? Smart LifeNet. Smart LifeNet, genau. Aber den ersten Abend sind wir dann auch rausgegangen. Ja, das Videos habe ich jetzt eben nicht geschnitten, also ein paar Fotos haben wir gemacht, das lasst doch. Aber deswegen, das war ganz gut. Den Ur habe ich leider nicht vor Ort getroffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir hatten ab und zu mal getextet, aber dann waren wir immer irgendwie so weit entfernt und ich war gerade in der Präsi drin und ja, schade. Das war echt schade. Es gibt ja bei uns, bei so Präsenzveranstaltungen, wenn wir quasi Meetings standortübergreifend irgendwo an einem Standort haben, gibt es morgens dann so eine Routine. Also alle müssen morgens aufstehen. Und dann wird gesagt, also wer um 10 Uhr im Bett war, kann sich jetzt hinsetzen und so weiter und so fort. Und das geht halt dann, tatsächlich war ich und noch einer das letzte Mal, die letzten, die selbst bei 6 Uhr noch gestanden sind, hat er gesagt, okay, ich höre jetzt einfach auf. Okay, ja, wir haben aber auch, glaube ich, ja, um das Thema IFA vielleicht noch abzurunden und auch Richtung Abschluss zu gehen von der IFA-Thematik. Tristan, wer war der YouTube-Kollege? Ach du, nicht Smart Home, also jeder YouTube-Kollege, Kollegin kann das sein, mit den meisten Abonnenten, den du getroffen hast. Hast du jemanden getroffen? Den Simon getroffen. Tatsächlich, habe ich gerade erzählt, den Simon haben wir getroffen. Simon von Simon42, den habe ich am Donnerstagabend getroffen. Da war ja noch das Showstopper-Event. Kann ich auch nur empfehlen an euch beide. Das fand ich extrem cool. Das ist quasi so ein, ich nenne das mal Presse-Event, wo in einer großen, ja, in einer Vorhalle der IFA quasi einen Abend vorher werden so, Stände aufgestellt. Jeder kriegt einen großen Tisch, manchmal ein bis zwei Tische. Und dann kann sich die Hersteller da, mit zwei Geräten an diesem Tisch, ja, der nicht größer ist als ein Küchentisch, eben sich präsentieren. Und Tisch an Tisch. Und was ich daran an dem Konzept ganz cool fand, ist, erstens kommen da nur die Pressevertreter rein. Zweitens hat jeder so gleiche Chancen, sich zu präsentieren. Ja? Also die Stände, ich meine, du hast das gesehen, Eva, oder auch Thomas in den Videos, die sind ja meistens bombastisch. Ja, riesig. So, und den Tisch ist ein Tisch. Ja, egal, ob du ein kleiner Hersteller bist oder ein großer Hersteller. Und somit bist du dann auch mal mit denen in Kontakt gekommen, die vielleicht jetzt nicht so groß waren, aber die hatten halt auch nur einen Tisch. Und es war alles sehr kompakt. Das war super cool. Du kamst schnell mit den Leuten ins Gespräch. Dann gab es natürlich frei Essen, frei Trinken, auch ganz wichtig. ja. Essen vor allem, das ist für mich ganz wichtig. Und da hat man dann nämlich, dann habe ich da den Simon und den Stefan von Verdrahtet, haben wir auch noch getroffen. Das war auch okay, gut. Also beide haben ja so circa 60.000, 70.000 Abonnenten, sag ich mal, roundabout. Ja, genau. Also ich habe einmal Das ist Jay getroffen. Der ist, glaube ich, im Bereich TikTok sehr stark. Aber ich weiß nicht, seine Follower auf TikTok, weil ich habe kein TikTok. Aber auf YouTube hat er 270.000, 280.000 Abonnenten. Okay. Und dann habe ich aber im Bereich Smart Home den Andreas getroffen von Spiel und Zeug. Ah, okay. Und der hat ja, ich glaube, 350.000, 360.000. Ja. Aber ich habe, Udo hat aber ein Bild gepostet, wo er, ich glaube, Sally getroffen hat, ne, von Sallys Welt.
Okay, und ich glaube, sie hat über 1 Million oder so Abonnenten. Und gut, also Udo können wir jetzt nicht toppen. Und bei mir war es halt Andreas von Spiel und Zeug. Ja, stimmt, den hatte ich mal irgendwo gesehen, aber ins Gespräch gekommen bin ich mit ihm jetzt nicht. Nee, ich habe tatsächlich mit Andreas locker so 10 Minuten gesprochen. Wir waren so, die haben so auf so gechillt, bei einer Treppe so hingesetzt, haben, glaube ich, die Showstoppers gewartet. Und dann haben wir dort gesprochen. Also Grüße gehen raus an Andreas und das Team. Haben uns dort echt schön unterhalten. Gab schon ein paar coole Gespräche dort. Ja, da also, würde mich jetzt interessieren, hat Andreas dich gekannt? Also wusste Andreas, dass du Smartzeug bist? Nein, mein Gott, nein. Naja, also du hast 10.000 Abonnenten. Es ist jetzt nicht so, dass man als Technik-YouTuber, egal welcher Größe, nicht auf jemanden aufmerksam wird, der 10.000 Abonnenten hat. Also irgendwann kriegst du das doch in deine YouTube-Timeline gespült. Und wenn du dich für das Thema interessierst, dann schaust du das Video vielleicht auch mal an, um zu wissen, also, hey, wer kann mich da in 2 Monaten Abonnenten holen? Oder so. Ich bin da also, immer so, wenn ich da neue YouTuber sehe, die gerade 100, 200 Abonnenten haben und mein Thema mitmachen, also Technik im Großen und Ganzen, schaue ich immer, hey, ist das ein neuer Simon 42, der mich in 3 Wochen überholt? Also, wer die erste Folge gesehen hat, weiß ja, dass zumindest ich nicht so viel Zeit habe, Videos von anderen Creators zu schauen. Wenn ich was schaue, dann natürlich like ich und werfe mal einen Kommentar über den Zaun, weil es einfach, das gehört einfach so zum kollegialen. Das ist unser Futter, ne? Genau, das kollegiale Verhalten dazu. Aber nee, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, der Andreas, der ist so Vollzeit-Content-Creator mit seinem Team und seiner Thematik und er macht ja auch gerade was an seinem Haus. Und es läuft ja, glaube ich, so ein bisschen semi. Wie gesagt, ich verfolge das nicht ganz. Und ich sage einfach mal, dadurch, dass er die Geschichte mit dem Haus und der Sanierung schon länger geht, ich glaube, das geht so schon seit einem Jahr. Wie gesagt, das sind nur ungefähre. Ich verfolge das ja nicht aktiv. Gehe ich jetzt mal davon aus, dass der maximal ausgebucht ist von seiner Zeit aus und hier keine Möglichkeit hat, irgendwie selber. Und wenn er YouTube schaut, also gehe ich jetzt mal davon aus, schaut er wahrscheinlich anderen Content. Also ich schaue zum Beispiel auf YouTube sehr gerne Comedy-Content, wirklich. Bin einfach dort durch und durch. Mein, der Algorithmus hat mich fest im Griff. Ich sag nur Cheerleaderinnen. Genau. So. Ja, der ist klar. Der ist klar. Also mich hat er nicht erkannt. Nee. Also vielleicht in 20 Jahren, wenn ich dann die 100.000 geknackt habe, dann. Nein, aber zum Beispiel nehmen wir jetzt mal Stefan von Verdrahtet. Klar, der ist noch nicht so groß wie der Andreas, aber ist für mich auch eine große Nummer an sich, wo ich jetzt nicht dachte, dass der mich kennt. Der war ja bei unserem ersten Community-Treffen und so damals auch dabei und hat mir dann ja gesagt, dass er durch mich viel gelernt hat, was Home Assistant angeht. Also ich hätte in dem Moment auch nicht unbedingt erwartet, dass ein Verdrahtet mich als YouTuber wirklich wahrgenommen hat und kennt. Okay, das ist fair enough. Aber vielleicht, wie gesagt, hat dort der Kollege Stefan nochmal vielleicht irgendwie anders Zeit oder so. Stefan hat ja, glaube ich, 60.000, 70.000 Abonnenten. Und ich weiß nicht, ob er ein ganzes Team hat. Vielleicht macht er noch einiges noch solo. Aber bei Andreas, bei Spiel und Zeug, wissen wir, dass er auf jeden Fall nicht mehr solo unterwegs ist. Und da ist auch nochmal zeitmäßig ganz anders ausgegangen. Ja, klar. Das ist auch nochmal eine andere Frage. Ich hatte ja vorhin bei der IFA ein Thema erwähnt, da würde mich wirklich eure Meinung total interessieren. Ne? Der ein oder andere weiß vielleicht meine Meinung schon, aber kann ich auch gerne erzählen. Thema Meta. Einfach nur für euch persönlich ein weiterer Standard in der Riege der Standards mit Z-Wave, Zigbee und hast du nicht gesehen? Oder der Standard einfach. Wie ist für euch die Meinung? Denn laut IFA ist ja Meta überall. Überall. Thomas, hau mal raus. Thomas, hau raus. Does it really matter? Ich habe da, ich glaube, das ist schon über ein Jahr her, mal ein Video zum Thema Meta gemacht. Könnt ihr euch gerne mal anschauen irgendwann. Meine Meinung hat sich seitdem nicht viel geändert, auch wenn der Meta-Standard seitdem ein bisschen weiterentwickelt wurde. Also es gibt 2, 3 Gerätetypen mehr inzwischen, die unterstützt werden und so. Und das meine ich jetzt nicht scherzhaft, 2, 3, sondern es sind wirklich, glaube ich, maximal 5 Gerätetypen mehr, als vor einem Jahr noch funktioniert haben bei Meta. Von dem her, also es läuft mir alles viel zu langsam, viel zu stockend. Dann
das, wie Meta eigentlich angedacht ist, würde jegliches Alleinstellungsmerkmal von allen Herstellern einfach mal zunichte machen, weil ja dann alles mit allem in jeder Software funktionieren würde, so wie Meta mal ursprünglich angedacht und angepriesen war. Du kannst jetzt aber der Firma Philips nicht sagen, hey, eure U-Entertainment-Zonen, die nur mit euren eigenen Glühbirnen und eurer eigenen Hardware funktionieren, müssen in Zukunft mit allen Meta-Geräten aus China, die nur 10 Cent kosten, funktionieren. Da sagt Philips Hue auch, ihr könnt mich mal, wieso soll ich auf einmal das Ganze mit billigen 10 Cent Birnen freigeben? Dann verdiene ich ja nichts mehr. Ja. Und das ist der Punkt, und da ist bei mir die Diskussion zu Ende, ob Meta jemals so kommen wird, wie es angedacht war oder nicht. Nein, wird es nicht, denn hier ist einfach der kapitalistische Gedanke der Firmen über dem neuen Standard, ist meine Meinung. Tristan, bevor ich deine Meinung erfahre, für die Zuhörer und Zuhörer, einen Punkt würde ich gerne in den Raum werfen, einfach, dass der ein oder andere das hier ein bisschen besser mitbekommt. Meistens ist es so, dass wenn ein Gerät Meta unterstützt, er nicht seine volle Funktionalität mitbringt. Ich mache euch nur mal ein Beispiel. Switch Lock, dieser Lock Pro von Switchbot, nicht Switch Lock, sorry, der Switchbot Lock Pro, wenn du ihn über die Bluetooth-Integration ins Home Assistant reinbekommst, hast du eine Fülle an Sensoren und Optionen mit dem Gerät zu machen. Wenn du es aber über Meta reinbringst, da könnt ihr gerne das Video von Jörg euch anschauen, weil er, glaube ich, einer der ersten war, der das mit Meta gezeigt hat, also SmartRef. Dort konntest du original nur auf und zu machen. Ja, also das ist halt ein Joke. Und das einfach nur für die Zuhörer, dass halt Meta zurzeit sehr abgespeckt immer einem zur Verfügung steht, wobei das Gerät eigentlich deutlich mehr könnte oder in seiner eigenen App deutlich mehr kann. Und jetzt du, Tristan. Ja, ich glaube, man muss die Zielgruppe beachten. Ja? Also ich glaube, für uns drei hier ist halt, und ich glaube für viele, die jetzt hier auch den Blog hören oder auch die Videos in der Community aktiv sind, die interessieren sich, glaube ich, wenig für Meta. Weil warum solltest du Meta nutzen? Meta ist dafür da, dass du Fremdsysteme miteinander verknüpfen kannst. Und wir haben halt unsere Verknüpfungseinheit, haben wir halt schon, nämlich Home Assistant. Ja. Und die spricht eben alle Sprachen oder, naja, jetzt nicht alle, aber die relevantesten, die wir halt so brauchen und die sie nicht vom Kern her kann, da gibt es dann halt pfiffige Entwickler, die über Custom Components, dann über den Hux die Integration darstellen können. Oder du beschäftigst dich halt selber eben mit Modbus oder Webinterface oder was auch immer und baust dir die Sachen da auf. So dass der Bedarf natürlich von einer zentralen Kommunikationsstandort zwischen fachfremden Geräten einfach in dieser Zielgruppe nicht da ist. Ja. Und jeder wird sagen, hey, warum soll ich mir denn hier, was bringt mir das? Ich kriege nur die Hälfte der Entitäten, ich kann das Schloss nur an- und ausmachen, ich weiß gar nicht, wie ist der Batteriestand, wie ist der Schnappweg, ich kann keine Einstellung vornehmen, ich muss dann doch wieder die App des Herstellers nehmen. Na, dann mache ich das lieber über Home Assistant, alles super. Ich glaube aber, dass für den, ich sag mal salopp, Otto Normalen, weil wir sind ja alle schon ein bisschen Spezies, für den Otto Malen, ja, den auch technisch begeisterten, aber der sagt, hey, ich habe einfach Bock auf eine smarte Glühbirne und ich kaufe mir die einfach mal und stelle zu Hause fest, ey, die kann ja gar nicht mit Siri kommunizieren. So, ja, oder er hat da halt irgendwie, er weiß gar nicht, hat er jetzt hier so ein Gerät von Amazon oder von Google da zu Hause stehen, hat plappert nur irgendwas und er kauft sich dann eine Glühbirne und hat jetzt die Erwartungshaltung, alles klar, die spricht damit. So, und da finde ich dann schon Meta genial, weil die sagen einfach, also das, was dahinter steckt, dem Marketinggedanken, ganz cool, dass sie sagen, kauf einfach, egal was du willst, kauf das, sobald da ein Logo drauf ist, weißt du, ist mit allem kompatibel, funktioniert alles. So, ehrlicherweise, ich sag mal, für die Normalbenutzung hier Licht an, Licht aus, Helligkeit dimmen, Schloss auf, Schloss zu. Ehrlicherweise, als Otto Normaler will ich ja nicht mehr vom Schloss. Das soll aufschließen und zuschließen.
dass wir so bekloppt sind und da den Batteriestand abfragen, weil wir dann eine Automation werfen, der mir uns sagt, Achtung, kritisch, das sind ja wieder die Nerds in uns. Sage ich jetzt einfach mal. Also ich glaube schon, dass das aus dem Grund, ich sag mal, vom Konsumenten gut angenommen wird und das auch ein bisschen der Grund ist, warum die Hersteller sagen, jawohl, und warum, weil es ja vor allem auch die großen Hersteller dabei sind. Es ist jetzt halt nicht irgendwie eine Bimmelbude, die sagt, ich mache mit da, sondern da sind halt wirklich die Player des großen Marktes dabei. Deswegen bin ich da ein bisschen anderer Meinung als Thomas. Ich glaube schon, dass sich das durchsetzen wird. Ich glaube auch, dass das vielleicht jetzt nicht in dem nächsten und auch nicht im übernächsten Jahr, aber dass schon der Trend dahin gehen wird, dass man eben weggeht von wird supported von Google Alexa und also diese Logos tendenziell immer weniger werden, die man jetzt immer mehr auf, ne, was ja, wenn du mal diese Verpackung anguckst, unterstützt dies, unterstützt jenes, unterstützt welches, dass dann irgendwann halt nur noch Meta präsent wird. Ich bin aber auch auf der anderen Seite bei Thomas, dass ich sage, naja, wenn ich ein Hersteller bin, der neben der Hardware-Komponente eben noch trumpft mit einer Software-Komponente, und ich finde, das macht True Philips ja wirklich gut, dass sie nämlich sagen, wir bieten Features, die mehr Funktion bietet, weil sie synchronisiert die Sachen mit Ambienteleuchtung oder was auch immer. Jetzt bin ich im Philips-Universum nicht so viel drin. Ich hatte letztens nur benutzt. Ja, oder auch Effekte, Tristan. Ja, oder Effekte oder Synchronisation Effekte, ne? Mit Spotify hatte ich jetzt mal ausprobiert, fand ich richtig cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn wir hier nicht so viel über Technik quatschen wollten eigentlich. Es geht aber um die persönliche Note. Das aber klar, für die Anwendungsfälle wirst du nicht um den, ich sag mal, lokalen Support drumherum kommen. Ich glaube aber nochmal, dass das für den überwiegenden Teil, ich würde sagen über 50% der Käufer, das muss einfach funktionieren. Die schrauben die alte Glühbirne raus, die schrauben die neue ran, und dann wollen sie am besten abscannen, klick, klick, fertig. Und das kann das Ding. So, und dann ist egal, welcher Hersteller. Und deswegen glaube ich, das wird ein Erfolg. Auch wenn es mir persönlich am Arsch vorbeigeht. Sorry, darf ich das so sagen? Vorbeigeht. Du hast tatsächlich einen Punkt angesprochen, den ich so noch gar nicht bedacht hatte, was auf Home Assist bezogen. Heutzutage ist es ja so, dass viele Sachen, die keine richtige Integration haben in Home Assistant, über Hacks und so weiter gemacht werden müssen. Und da kann es tatsächlich, denke ich, in Zukunft passieren, dass Hersteller sagen, wir bieten keinerlei andere API mehr für unsere Geräte außer Meta. Also sprich, wenn ihr die Dinger über euren HomePod, über euren Google Nest habt, über eure Alexa steuern möchtet, dann müsst ihr das Ganze über Meta tun, weil wir keine andere API mehr oder API mehr bieten. Das kann uns tatsächlich in Zukunft... Wenn sie die Chancen hat, dass du alle Features, die du willst, auch abbilden kannst. Ja, wobei du auch heutzutage bei Hex-Integrationen oftmals nicht alle Features der Geräte darunter verwenden kannst. Also auch das ist ja oftmals so, dass du eine Hex-Integration hast. Jetzt zum Beispiel für mein Sendio-System draußen, für mein Batteriesystem gibt es quasi eine Hex-Integration. Wobei, ich weiß gar nicht, ob das eine Hex-Integration ist. Nee, das ist eine MQTT, aber ist auch wurscht. Aber da sind auch nicht alle Features angeboten quasi. Auch wenn du es irgendwie reinbekommst, kannst du darüber nichts steuern, sondern nur auslesen zum Beispiel. Und das gibt es ja bei anderen Beispielen auch, dass dann nicht alle Features unterstützt werden, gerade bei Hex-Integrationen eben. Ja. Wie siehst du das? Weil du hattest das so ein bisschen, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, du bist da negativ eingestellt. Also, und das an so einem schönen Freitagabend jetzt hier. Ich persönlich halte jetzt ehrlich nicht so viel davon, weil die Frage ist, wir hatten ja schon davor Z-Wave und wir haben ja auch Zigbee, und wer Meta und Thread ein bisschen verfolgt, weiß, dass zum Beispiel auch, ich glaube, es heißt Zigbee Alliance, auch mit an Bord ist. Die Frage ist, ob sich das wirklich durchsetzt. Klar, auf der IFA haben wir das jetzt irgendwie stark gesehen. Ja. Ich persönlich stell mir halt die Frage, und gerade wenn man über manche Hersteller redet, die zum Beispiel Meta versprochen haben, zum Beispiel Shelly, die sich dann aber halt dann doch ein bisschen schwer tun, denn wenn man sich mit der Thematik Meta ein bisschen beschäftigt und dem Prozess, also zum Beispiel wenn man Hardware-Entwickler ist oder Hersteller, sagen wir mal, und du möchtest auf dein Gerät Meta draufkloppen, dann musst du dich halt zertifizieren lassen. Dieser Zertifizierungsprozess, der nimmt halt Zeit und Geld in Anspruch.
Und wenn du halt, keine Ahnung, 50 Geräte hast, dann ist halt dieses Zeit und Geld mal 50. Also am Beispiel von Shelly. Und deshalb hat ja geht ja so rum, dass halt Shelly dann eine Software zwar für Meta anbieten wird, aber halt in einer abgespeckten Art und Weise. Und man muss einfach warten. Ich habe von irgendjemandem gehört, wo wir über Hersteller reden und Meta, ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen oder gehört habe, dass ich glaube, Bosch zwei Softwares ausliefert. Einmal mit seiner Bosch-Software und einmal eine Meta-Software, wo du dann switchen kannst. Kann sein, dass wir das bei unserer Stammrunde jemand erzählt hatte. Ich komme gerade nicht drauf. Aber kann der ein oder andere vielleicht auch mal, der jetzt zuhört oder zuschaut, mal recherchieren. Kann auch gerne jemand von Bosch einfach unten drunter schreiben, kein Thema. Kein Problem. Und ich denke, genau. Und aufgrund dessen denke ich, und jetzt kommt's, es reicht halt nicht, wenn ihr euch einmal zertifizieren lasst. Jedes Mal, wenn ihr ein Update macht, müsst ihr euch nochmal neu zertifizieren. Nur zur Info. Und wenn ich einfach mal an die vielen Shelly-Updates im Jahr denke, die jetzt, sage ich mal, fünf reicht nicht mal, ne? Also so 10 Updates im Jahr wirft schon Shelly über den Zaun. Und ich weiß nicht, ob Shelly zum Beispiel sowas dann wirklich hardcore mitmacht. Kann aber auch sein, dass sie vielleicht diese Meta-Gruppe sagt, hey, wir lockern das irgendwie, weil das dann vielleicht halt doch nicht so umsetzbar ist. Aber da bin ich einfach nicht in der Gruppe drin. Aber das wäre halt vielleicht Möglichkeiten, um das Ganze ein bisschen aufzulockern und das vielleicht dann nochmal einfacher zu machen. Das heißt, du findest das einfach aus Herstellersicht nicht gut? Ich finde es schwierig. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum dann viele nur abgespeckte Komponenten anbieten, weil sie sagen, wenn ich nur eine Funktion oder nur die Hauptfunktion anbiete, zum Beispiel beim Schloss auf und zu, das habe ich halt schnell zertifiziert. Und deshalb lasse ich das mit Batteriestatus oder von mir aus Neigungswinkel oder whatever. Ne? Also, ja. Das ist einfach so. Und so persönlich vom Nutzer? Oder wie sieht es da aus? Ich denke, für den Nutzer ist es sicher eine geile Erfahrung, dahingehend, wenn du weißt, das funktioniert mit Meta und du hast jetzt ein Alexa, was ja, glaube ich, als Meta-Hub, dienen kann, oder eine Siri. Ich glaube, der HomePod ist auch ein Meta-Border-Controller. Ich glaube, bei Google gibt es das Google Nest. Dann ist es auf jeden Fall cool. Gar keine Frage. Du weißt, es funktioniert. Dann kannst du dir das holen, das holen, das holen. Kannst es dann dort einstellen, einlesen und dann funktioniert das. Das ist okay. Ja. Ich denke, das ist vielleicht auch eine gute Möglichkeit, um die Leute einfach so in dieses vernetzte Smart Home zu bekommen. Und dann wird man sowieso merken, okay, ich kann die Philips-Glühbirne echt nur an- und ausmachen. Weil vielleicht Philips sagt, wir geben euch einfach nur die ganzen Funktionen unserer eigenen App. Denn nur mal beim Beispiel Philips Hue zu bleiben, die werfen ja auch manchmal so saisonale Effekt über den Zaun, irgendwie so neue Halloween-Beleuchtung für 2024 oder 2025, okay, die sich nochmal von den Jahren davor unterscheidet. Und das wirst du halt wahrscheinlich über Meta nicht ansteuern können. Nee, du wirst halt über Meta wahrscheinlich nicht sagen können, aktiviere mir die neue Halloween-Beleuchtung 2024 von meinen Philips Hue-Geräten. Nee, glaub ich auch nicht. Glaube ich auch nicht. Ja. Was hältst du denn persönlich davon? Du bist mir meiner Frage ausgewichen. Der wahre Politiker. Ja. Ich halte. Der lehnt sich immer weiter zurück hier. Okay. Ich halte nichts davon. Gar nichts. Einfach, weil ich denke, mittlerweile, das ist halt in Europa nochmal ein bisschen schwieriger. Nochmal ein Nebensatz dazu. Du kannst so einfach Home Assistant aufsetzen oder kaufen. In den USA kannst du es direkt von Nabucasa kaufen, also der Truppe hinter Home Assistant. Und dann kannst du Home Assistant Yellow, Green holen. Kriegst du mittlerweile auch in Europa in dem einen oder anderen Shop, gar keine Frage. Da ist einfach Home Assistant schon fertig installiert. Du musst es nur noch anstecken, die IP-Adresse ansteuern, die du über deinen Router auslesen kannst. Oder wahrscheinlich funkt der auch WLAN, höchstwahrscheinlich, wo du dich dann einloggst und dann die Ersteinrichtung machst, die ja keine 5 Minuten dauert. Dann keine 5 Minuten und dann hast du schon bei dir zu Hause Home Assistant. Ja, aber danach müsst ihr meinen 10 Tipps für einen Neueinstieg in Home Assistant Video angucken, damit ihr nicht nur die Grundeinstellung macht, sondern alle, die wirklich notwendig sind.
Oder Tristans Video für No Thread, wenn du dann wirklich so in Automation richtig fit sein möchtest. No Thread oder andere Videos. Geht alles und per Automation, könnt ihr bei mir auf dem Kanal sehen. Anderen YouTube-Kollegen. Sag da jetzt nichts zu. Sag da nichts zu. Wir haben den Kampf auch noch nicht fertig ausgetragen. Nee, eigentlich noch nicht. Ne? Müssen wir eigentlich nochmal wieder machen. So ein Revival machen. Also, ja, okay. Also für unsere Truppe hier, ja, ist ganz nett. Ist halt der 15. Standard. Mal gucken. Also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, das sage ich jetzt unter uns, da müssen jetzt auch alle Podcast-Zuhörer mal kurz weghören. In Wirklichkeit ist das Problem bei mir, nein, du bist ja kein Podcast-Zuhörer, du darfst zuhören nur. Das Problem bei mir ist, dass ich meinen Raspberry Pi 4 damals auf 32-Bit aufgesetzt habe, weil ich die GPIOs ursprünglich nutzen wollte. Und darauf läuft Meta dann nicht auf 32-Bit. Und ich habe gar keinen Bock, mein System neu auf 64-Bit aufzusetzen. Und deswegen bin ich voll dagegen, dass Meta sich durchsetzt, weil sonst muss ich das irgendwann tun. Ihr wisst ja, never change a running system. Und ich habe da echt Schiss davor. Was ist denn deine Version noch? 0. Nein. Also Updates mache ich. Updates mache ich tatsächlich. Gibt es übrigens auf meinem Kanal. Spaß. Also Updates mache ich tatsächlich immer Ende des Monats mache ich das Update so irgendwann zwischen 29. und 31. meistens. Mache ich dann das Update, damit ich quasi dann einen Monat Vorlauf hatte, dass alle Leute ihre... Bei deinem Produktivsystem, ne? Ja, genau. Beim Produktivsystem. Klar, also in meinem Testsystem sofort am ersten Tag die Beta installieren, damit ich Videos für meine Community mache. Ja, sehr geil. Sehr geil. Ja. Aber habe ich jetzt tatsächlich mal eine Frage an dich, Ur. Irgendwann hatten wir zwar schon mal drüber gesprochen, aber ich weiß es nicht mehr. Installierst du die Beta in deinem Produktivsystem, um die Videos aufzunehmen? Das ist tatsächlich okay. Frühjahr, tatsächlich ja. Also die Antwort ist ja. Auf meinem Produktivsystem habe ich die Betas installiert für die Videos. Glücklicherweise habe ich ja mittlerweile ein Raspberry Pi 4 und ein Raspberry Pi 5. Und ich kann sagen, das wechselt sich einfach ab. Gerade wie ich lustig bin, wo ich das drauf installieren möchte manchmal. Die sind eigentlich beide produktiv, also einfach Parallelsysteme, die mehr oder weniger immer auf dem gleichen Stand sind. Okay. Und Aber ich muss sagen, ich habe Glück gehabt. Ne? Noch nie gecrashed. Ja, definitiv hast du da Glück gehabt. Aber da muss ich auch tatsächlich sagen, du brauchst ja nicht mal eine zweite Hardware dafür, wenn du das nur zum Testen verwendest. Also ich hatte es ursprünglich auf meinem Rechner einfach nur eine virtuelle Maschine liegen, die ich dafür verwendet habe mit VirtualBox, ist ja alles kostenlos, habe ich auch ein Video vor kurzem dazu gemacht, dass das auch für normale Home Assistant User eigentlich eine super Sache ist, um Sachen auszuprobieren, weil gerade in der Anfangszeit, was ich für Config-Überreste habe von irgendeinem Müll, den ich mal ausprobiert habe, den du nie wieder vernünftig aus Home Assistant rausbekommst, dann muss ich schon sagen, das System ist da tausendmal geiler. Du probierst und wenn es funktioniert, dann überträgst du das Funktionierende in dein Live-System. Klar, wie Tristan immer sagt, es funktioniert natürlich nicht, dass du eine Testfamilie, ein Testhaus und so weiter dann noch zusätzlich neben dran stehen hast, aber man kann schon einige Szenarien quasi machen. Von dem her, also bei mir läuft das alles über eine virtuelle Maschine, die jetzt auf meiner NAS liegt, aber Muss auch machen. Zweite Hardware tatsächlich, ja. Also Tristan, wie ist es bei dir, wenn so eine neue Version von Home Assistant kommt? Installierst du das relativ schnell? Hast du zwei Systeme oder was? Nee, ich habe auch genauso wie Thomas, das ist bei mir immer auch so der letzte des Monats. Mhm. Meistens, wo ich es mache. Außer ich habe es irgendwie im Juli habe ich es mal verschissen, dann war das schon der nächste Version, verdammt nochmal. Wobei ich glaube, du kannst auch irgendwie ein Update machen auf eine spezifische Version, habe ich irgendwo mal gelesen, habe ich aber noch nie ausprobiert. Ich habe jetzt auch irgendwie, auf die 9er Version bin ich jetzt tatsächlich, glaube ich, gestern oder vorgestern habe ich geupdatet. Auch produktiv schon, weil ich was ausprobieren wollte mit der iOS-App. Deswegen bin ich schon auf die 9er gegangen, aber da gab es auch schon die Punkt 2 oder Punkt 3. Also was ich halt vermeide, ist die Nuller zu installieren, weil dann ist doch dann, also ich persönlich habe nie Probleme gehabt, aber ich kriege ja auch immer diverseste
Infos mit, so in den diversen Channels und so, wo dann sie alle beschweren, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Ja, gut, wenn natürlich alle nur so ego-gesteuert sind wie Thomas und ich und installieren das am letzten, naja, dann kann natürlich auch kein Fehler vorher auffallen. Aber jemand installiert in die Beta und testet da auch schon mal. So. Genau, das ist ja der Punkt. Also dafür gibt es ja eine Beta und dafür gibt es ja tatsächlich auch irgendwo so Entwickler oder auch YouTuber wie uns, die im Vorfeld Sachen testen. Und da muss ich mich selber dann auch immer ein bisschen an der eigenen Nase fassen, wenn ich einen Fehler finde. Ich habe jetzt beim letzten Video tatsächlich im Video einen Fehler gefunden, wo was nicht funktioniert hat. Und du musst halt das Ganze dann auch reporten, wenn du so einen Fehler findest, ja, genau. Einfach damit es dann behoben werden kann. Ja, also das ist eben meine Strategie, um so ein bisschen da aus der Nummer rauszukommen. Und ja, ich glaube, wenn ich jetzt hier auf die Uhr gucke, haben wir auch jetzt schon fast die Stunde wieder voll gemacht. Du hattest zwar nochmal angeteasert, dass wir über die Hersteller sprechen wollen, beziehungsweise die Kooperation mit Herstellern und was die uns denn für Kohle hinterher schmeißen, dass wir für die einen 30-Sekunden-Clip produzieren. Ja, also vermeintlich. Du musst 30 Sekunden, bei mir wollen die immer nur 5 Sekunden. Ja, ich eine halbe Million überweisen. Ja, halbe Million war das. Ne? Also ich glaube, das ist so ein Thema, das sparen wir uns fürs nächste Mal auf. Auf jeden Fall. Um da auch noch mal ein paar Hintergründe aufzuzeigen, ist vielleicht für den einen oder anderen interessant. Ansonsten fange ich einfach mal an, mich schnell bei euch schon mal zu bedanken für den regen Austausch, für die Schleichwerbung von Thomas. Aber dafür sind wir auch hier. Nur dafür. Nur dafür. Nur dafür. Abonniert unseren Kanal, ihr Lappen. Also nicht nur unseren, sondern unser aller Kanäle. Also ihr abonniert Smartzeug, ihr abonniert Tristan Smartes Heim, ihr abonniert Steuer dein Leben und natürlich auch den Kanal Smart Home Squad, wo wir hier unseren Podcast machen. Alle abonnieren. Alles. Dankeschön. Ja. Dann kriegen wir auch jeden Monat 5,6 Millionen überwiesen für unseren Einsatz hier. 5,6 Millionen usbekische, was auch immer. Selbst genau. Lira wären zu teuer. Ah, das war auch schon viel. Nee, es war, denke ich, wieder eine schöne Zeit. Dankeschön, Tristan, dankeschön, Thomas, dass wir das wieder einrichten konnten. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer hatten auch hier konnten schöne Einblicke bekommen nochmal über das Leben von Content-Creatoren, neudeutsch auch Influencern, ich hasse das Wort so sehr. Und wenn ihr gespannt seid über die Geschichte mit Herstellern und wie das so läuft mit Geräte und Geld oder nicht Geld und welche Vereinbarungen es dort vielleicht gibt oder nicht gibt, dann müsst ihr jetzt auf die dritte Podcast-Folge warten. Ich hoffe, es dauert nicht so lange, bis die nächste kommt. Ansonsten, ich sage Dankeschön, dass alle hier sich das anhören oder anschauen. Ich hoffe, ihr schaltet oder hört das nächste Mal auch wieder ein. Bleibt uns gesund, habt eine gute Zeit und wir melden uns jetzt ab. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Darf ich nicht noch Tschüss sagen oder was? Nee, doch. Ja, doch, auf jeden Fall. Denn ich will mich natürlich auch bei euch beiden wieder für das nette Gespräch bedanken. War cool wie immer. Auch vielen Dank an unsere Zuhörer, dass sie bis hierher dran geblieben sind. Also alle, die hier dran geblieben sind, auf Plattformen, wo ihr Kommentare hinterlassen könnt, schreibt mal unten rein. Wir sind die Letzten. Und ja, ich würde sagen, damit sagen wir jetzt auf jeden Fall alle drei zu euch. Vielen Dank fürs Zuhören und ciao. Ciao. Ciao.